was vielleicht auch viele interessiert, wie Küki reist und wo Küki schläft. Hallo und guten Morgen. Wir stehen gerade in Berlin Heiligensee oder so ähnlich. Und ich dachte, jetzt ist mal Zeit für die Roomtour, die ihr unbedingt haben wolltet von meinem Bus und von unserem ganzen Campingtrip. Ich starte jetzt erstmal mit dem wirklichen Real Life, ja. Also so wie es halt meistens bei uns aussieht, chaotisch, weil wir einfach wenig Platz haben. Ich habe halt eben einen Huhn und zwei Hunde dabei. Und es ist einfach immer eng und deswegen muss ich alles Mögliche rausräumen, um an andere Sachen ranzukommen. Dadurch ist es halt einfach chaotisch. Dazu muss ich sagen, ich habe keinen richtigen Ausbau, so wie das halt nach einem Bilderbuch wäre. Ja, also meinen Bus baue ich ständig um, weil ich den auch für meine Schafe brauche, um die zu transportieren, um Sachen zu transportieren, Hänger dran zu knallen, also alles Mögliche. Und ich reise damit auch nicht immer, zum Beispiel im Winter sind wir gar nicht im Bus unterwegs. Wir fahren zwar mit dem Bus und nutzen den ganz normal im Alltag, aber ich schlafe dann nicht im Bus, weil ich keine Heizung habe und es für die Tiere einfach viel zu kalt dann ist. Von daher nutze ich den Bus einfach nur im Sommer und daher brauche ich halt ein alltagstaugliches Auto für mich und die Tiere. Da kann ich jetzt keinen festen Ausbau reinbauen, der einfach so viel Platz einnimmt, dass ich den Bus nicht mehr normal nutzen kann. So, ich habe allerdings eine Wohnmobilzulassung. Aber ich habe halt eben nicht dieses Standardding, ja. Ich habe hier eine Hundebox und die andere Hundebox ist dort. Allerdings nutze ich diese Boxen eigentlich selten für die Hunde. Gerade diese Box nutze ich eigentlich nie für die Hunde. Allerdings, wenn ich die Schafe transportiere, ist das super, diese Boxen zu haben. Ich habe diesen Ausbau, wie er jetzt ist, eigentlich nur, weil ich nämlich eine ganze Zeit lang 10 Hunde in meinem Auto transportiert habe. Und zwar ist es so gebaut. Dieses hier, das Bett kann ich ausziehen. Ihr seht ja jetzt hier diese Latten. Und das Bett geht ungefähr bis hier, ja? So. Und hier seht ihr diese kleinen Holzkeile. Da kann ich Gitter einhängen und so habe ich dann 4 Boxen. Hier kann ich auch eine Trennwand reinhängen. So, und die Tür dann zu. Und ich habe einzelne Gitter, die habe ich jetzt nicht dabei, deswegen kann ich es nicht zeigen. Und dann habe ich 4 Boxen, große Hundeboxen im Auto und konnte dann eben in diesen Hundeboxen diese ganzen Hunde sicher transportieren. Das brauche ich jetzt aktuell nicht mehr, deswegen kann sein, dass ich den Bus nochmal umbauen werde, wahrscheinlich schon. Der hatte auch früher den ersten Umbau, den der drin hatte, der sah ganz anders aus. Aber das Bett ist eigentlich ganz cool. Es ist ganz praktisch mit dem Ausziehen hier. Vorher hatte ich so ein Klappbett. Also das heißt, ich hatte eine Holzplatte, die ich ausgeklappt habe, um das Bett zu vergrößern. Das heißt aber, man musste immer die Matratze runternehmen. In dem Fall kann man einfach das auseinanderziehen und braucht nicht die Matratze runterzunehmen, was gerade im Regenfall sehr schwierig ist, weil die Matratze hier aus dem Bus zu holen, dann wird die halt komplett nass, wenn es regnet. Und es ist einfach immer stressig mit Regen. Generell ist es mit dem Ausbau aktuell einfach stressig mit Regen, weil ich keinen Platz habe. Ich muss immer alles hin und her räumen. Ich habe auch kein Vorzelt oder sowas. So, was jetzt noch für euch interessant ist, und zwar für diese Zulassung, für Wohnmobilzulassung, hatte ich hier einen festen Kocher verbaut. Der ist aber gerade nicht fest verbaut. Das hier ist eine Tischplatte. Die kann man ausziehen. Ich zeige es euch gleich. Ich muss hier sowieso erstmal ausräumen. Ich dachte, ich zeige jetzt erstmal so, wie es jetzt aktuell bei uns aussieht. Bisschen Chaos. Aber so ist es halt. So sieht das Ganze dann mit dem Kocher aus. Das ist ein Gaskocher. Hier steckt man so kleine Gasflaschen rein. Zeige ich euch gleich nochmal. Die kann man halt rausnehmen. Ich nehme die eigentlich immer raus, damit nichts passieren kann während der Fahrt. Aber normalerweise hat das Ding halt auch noch so eine Sicherung. Hier, die stellt man dann aus und dann ist der ist diese Gasflasche halt nicht mehr damit richtig verbunden. Dann ist die lose und dann kann eigentlich kein Gas austreten. Aber man weiß ja nie. Deswegen tue ich die immer komplett raus. Hier hatte ich einen Wasserkanister drauf stehen, sodass ich hier quasi wie so eine kleine Spüle hatte. Das war hier so eingehangen. Das habe ich aber nicht mehr gemacht, fand ich irgendwie unpraktisch. Ich habe einfach einen großen Wasserkanister, den stelle ich mir raus. Das hier sind jetzt solche Gasflaschen, die da reinkommen. Die gibt es auch von anderen Marken, ne? Also ist jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt halt eben diese. Damit ihr nochmal seht, wie das hier funktioniert. Das hier ist hier hinten dran geschraubt. Dann kann man den Tisch so hochklappen und nach unten mit einfach ganz simpler Funktion an solchen Schrauben
dieses Salbe-Festing. Ich habe das irgendwann mal auf Pinterest, glaube ich, gesehen. Also nicht in so hässlich, aber in schickerer Version. Und ich dachte für mich, oh, für mich ist das ganz praktisch. Jetzt kriege ich es natürlich nicht fest. So. Für mich ist das ganz praktisch, weil ich nämlich platzsparend sein muss und einen festen Ausbau auch noch für diesen Kocher brauchte und ich mir keinen Block hier hinstellen wollte, weil dann habe ich ja wiederum weniger Platz, um Zeug zu transportieren. Für mich musste das halt eben alles alltagstauglich sein für meine ganzen anderen Geschichten, die ich so mache. Deshalb ist es so gebaut. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Nutze ich aber so gut wie gar nicht, ehrlich gesagt. Wie hier direkt weiter. Und zwar, ich bin halt sehr spartanisch. Ich habe halt einfach Teller und Kochtöpfe und eben so eine Pfanne und so weiter. Einfach in so einer Tüte, weil ich keinen Platz dafür habe. Also das hier ist tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Da hätte ich gerne einen Schrank für. Aber wie gesagt, solange wir halt nicht so oft damit unterwegs sind auf langer Tour, für ein Wochenende oder sowas ist das ja easy, aber wenn wir nicht so lange auf Reisen sind, dann ist sowas auch völlig okay. Gerade wenn es warm ist und so weiter, dann ist das alles in Ordnung, aber wenn es regnerisch ist, die Hunde werden nass, alles wird matschig, dann hast du halt hier diesen ganzen Dreck auch drin und dann ist es halt nicht so cool, weil man jedes Mal wieder diese Sachen neu sauber machen muss und man darf einfach nicht empfindlich sein, was das angeht mit dem Dreck. Das hier ist einfach so ein kleiner Toiletteneimer, den finde ich eigentlich super praktisch, den habe ich auch meistens, oder wenn ich ihn nicht dabei habe, ärgere ich mich jedenfalls, meistens so dabei, wenn ich generell einfach mit dem Auto fahre. Und zwar ist er jetzt zwar leer, weil ich habe den jetzt nicht gefüllt, aber da kann man einfach Sägespäne oder Laub reintun, also ich nutze das halt auf ökologische Art und Weise. Ich habe auch mal Katzenstreu probiert, aber das war nichts. Das war echt nichts. Da hat man einmal reingepinkelt und dann war das ganze Katzenstreu verklumpt und man hat es kaum mehr rausbekommen. Das war absolut nicht zu empfehlen. Mit Laub oder Sägespänen mache ich das ganz gerne. Und dann kann man sich da einfach draufsetzen. So, also für Klamotten habe ich einfach so einen großen Rucksack. Ich packe das jetzt nicht alles hier hin und her. Es sieht zwar jetzt nicht so schön aus, wie ich das präsentiere, aber ihr wolltet ja gerne sehen, wie es aussieht. Und so sieht es halt in echt aus. Einfach Gerümpel. Hier habe ich einfach meine kompletten Klamotten drin. Kulturzeug. Was ich noch dazu sagen will, und zwar zum Zähneputzen, was eigentlich so das Entscheidende ist, was man ja häufig tut und umweltbelastend ist mit der Zahnpasta. Wenn man jetzt kein Abflusssystem hat, also zum Beispiel so einen Tank mit einer Spüle, wo halt durch die Spüle so ein Rohr entlang geht und da man halt sein Zeug reinspuckt in so einen separaten Kanister, das habe ich halt nicht, weil das wäre auch wieder ein aufwendiger Ausbau hier. Dann muss ich irgendwo das hinbauen und dafür habe ich keinen Platz. Ich spucke das einfach hier in so einen Müllsack rein, mit in meinen ganzen anderen Müll und dann belaste ich, was das angeht, auch nicht die Umwelt. Finde ich eigentlich ganz gut. Funktioniert auf jeden Fall gut. Hier habe ich jetzt einfach noch mein Kamerazeug drin, mein Laptop, kann jeder so handhaben, wie er will. Bei mir ist es einfach immer Chaos. Das Geilste, was ich eigentlich habe, ist hier das. Das ist so ein Stromumwandler, der funktioniert am Zigarettenanzünder, wie man hier sieht. Und zwar kann ich da, jetzt sieht man ja jetzt sogar noch, ist jetzt hier eingesteckt, mein Laptop laden plus USB-Geräte, also mein Handy oder irgendwelche anderen Ladestationen oder sowas. Das funktioniert sehr gut, würde ich aber allerdings, weil ich nur eine Batterie habe, nur während der Fahrt nutzen, mache ich auch so. Mein Handy kann ich tatsächlich jederzeit laden. Also mein Handy kann ich auch im Stand durchgehend laden. Meine Batterie ist stark genug für mein Handy. Also von daher, wenn ihr fragt, wenn ihr wissen wollt, wie ich Strom habe, so funktioniert 1A. Ich habe bisher nichts vermisst, was den Strom angeht. Ich habe aber auch nicht so oft laden müssen. Von daher, man muss halt ein bisschen stromarm leben, dann funktioniert das. Ansonsten seht ihr in diesem Gerümpel noch Schuhe. Ich habe halt mehrere Schuhe dabei, weil ich immer durchs Nasse laufe und dann meine Schuhe nicht so schnell trocknen. Ich habe noch ein Stand-Up-Paddleboard dabei, ich habe noch ein Longboard dabei. Also eigentlich nur solche Spaßsachen. Ich brauche halt nicht viel. Ich habe eigentlich nur solche Spaßsachen sonst noch dabei. Mein Hundefutter, das Trockenfutter, bewahre ich in so einem Putzkasten auf. Das finde ich sehr praktisch. Da kann ich dann auch noch Dosen reinstellen, die noch offen sind. Und dann verschüttet halt nichts. Das Ding ist jetzt leider ein bisschen kaputt, aber gut. Bei mir hält halt alles nicht so lange. Ich brauche mal einen neuen davon. Ich habe zum bisschen grob sauber machen so einen Handfeger hier drin. Und ein Akkustrahler, allerdings habe ich das Ladekabel vergessen, macht also daher nicht so viel Sinn. Also viel Licht brauche ich auch nicht, weil ich kann halt jederzeit im Bus hier diese Lampen anmachen und die kann ich, glaube ich, sogar die ganze Nacht anlassen und die Batterie ist nicht leer und daher alles easy, was das angeht. Darüber hinaus habe ich jetzt fast alles in so Mülltüten sortiert und zwar hier ist jetzt mein Pfandflaschenzeug drin, was ich wegbringen muss. Dann habe ich hier meinen Müll drin. Ich weiß gar nicht, was da jetzt da drin. Ach so, genau, da ist meine alte Wäsche drin, die gewaschen werden muss.
dafür habe ich jetzt aktuell noch keine Lösung, aber ich habe sehr viel Klamotten mitgenommen, dass ich damit auf jeden Fall wahrscheinlich so 3 Wochen auskomme insgesamt. Jetzt bin ich eine Woche unterwegs gewesen. Also von daher, das reicht auf jeden Fall noch. Ansonsten kann man in den Waschsalon gehen und dann regelt das, ne? Das Wetter ist sowieso so warm, wenn man hier aufs Autodach oder so die Klamotten legt zum Trocknen, dann ist das sofort trocken nach 1, 2 Stunden. Was vielleicht auch viele interessiert, wie Küki reist und wo Küki schläft. Küki schläft und reist in dieser Box hier. Das ist so eine Hundebox. Sie hat so ein Bettchen hier drin und ich tue ihr meistens noch ein bisschen Laub da rein. Deswegen ist es da halt so dreckig jetzt gerade. Aber dann hat sie was zum Scharren. Sie hat eben ihr Ei gelegt, sieht man da. Und ich habe ihr so ein Handtuch reingelegt, was ich immer nass mache, wenn es warm ist. Dann kann sie sich da drauflegen und dann ist sie nicht so warm. Das funktioniert sehr gut. Also bisher hatten wir noch kein Hitzeproblem. Und Hühner sind eigentlich sehr hitzeempfindlich, von daher, das klappt sehr gut. Sie nutzt es auch. Sie kennt das aber auch so, was man noch machen kann bei Hühnern. Das habe ich auch sehr gerne gemacht, wenn ich zu Hause war. Wenn man ein Kühlpack da reinlegt und ein Handtuch umwickelt, dann legen sich die Hühner in der Regel auch da drauf. Das funktioniert auch gut. Aber geht halt hier jetzt nicht. Ich habe keine Kühltruhe dabei. So, wir stehen ja jetzt auf einem eingezäunten Gelände. Das ist jetzt bei privaten, fremden Leuten hier. Habe ich über die Gruppe Urlaub gegen Hand über Facebook gefunden. Ich suche darüber immer ganz gerne irgendwelche Stellplätze oder wo wir auch Urlaub machen ohne den Bus, also wo wir dann im Haus bei denen schlafen oder in einer Ferienwohnung sind oder so und dort ein bisschen mithelfen. Hier muss ich jetzt für das Stehen keine Gegenleistung erbringen. Das waren einfach jetzt liebe Leute. Aber in der Regel muss man da einfach ein bisschen, also nach Absprache ein bisschen mithelfen und dann kann man sowas kostenlos nutzen. Das heißt, ich zahle jetzt für diesen Stellplatz kein Geld. In den letzten ganzen Tagen, also in den letzten 7 Tagen, standen wir komplett frei. Irgendwo, das ist nicht immer alles ganz legal, das ist dann oft Grauzone, aber solange man nur eine Nacht dort steht, ist das in Deutschland noch irgendwie erlaubt. Ich habe hier, falls wir frei stehen, so einen Zaun für Küki mitgenommen. Den nutze ich nicht so oft, aber also ich brauche ihn nicht, damit Küki nicht wegläuft, sondern ich brauche ihn, wenn ich mal entspannt irgendwie im Bus liegen will und nicht aufs Huhn aufpassen kann. Wenn fremde Hunde vorbeikommen oder so, dann mache ich Küki mit diesem Zaun halt so eine kleine Ecke, damit sie ein bisschen scharren kann. Ansonsten läuft sie jetzt halt sowieso frei herum. Und ich kann auch den Zaun komplett einmal um mein Auto wickeln. Dann kann sie halt unterm Auto entlang laufen, während ich oben drin liege. Und das ist eigentlich relativ safe, sogar am besten noch, damit keine fremden Hunde irgendwie an das Gehege kommen, weil die müssten halt komplett ans Auto laufen und Jin rastet total aus. Und so bekomme ich es dann direkt mit, wenn irgendein fremder Hund oder irgendwas halt an mein Auto gehen sollte. Dann habe ich so eine Kühlbox, die allerdings nicht mit Strom funktioniert, eigentlich nur mit Kühlakkus. Allerdings habe ich das jetzt nicht in Betrieb, weil ich auch keine Möglichkeit habe, da kühle Sachen reinzustellen. Ich kann halt nichts runterkühlen. Aber bisher kam ich damit ganz gut klar. Also ich konnte auch Käse 2, 3 Tage halt so mitnehmen. Ich gehe halt einfach nicht einmal in der Woche einkaufen, sondern dann so alle 3 Tage oder so. Das funktioniert gut. Und ich meine, wisst ihr selber, für Nudeln und sowas, da braucht man einfach auch keine Kühlung. Und wenn man die jetzt nicht, wie sie jetzt gerade hier, voll in der Sonne steht, irgendwo in Schatten stellt oder halt im Auto, wo es das Auto, wenn es im Au wenn das Auto im Schatten steht und da kühl ist, dann passiert da auch nichts mit den Lebensmitteln. Man kann halt eben nur keine Wocheneinkäufe machen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist mein Wasserkanister, das sind 20 Liter. Hier macht man auf und dann kommt da Wasser raus. So. Und den stellt man einfach irgendwo hin. Und das läuft. Also das ist eigentlich echt am stressfreisten mit diesem Wasserkanister. Das hier ist Kükis Transportbox. Damit nehme ich sie mit in den Wald, wenn wir spazieren gehen. Fahrrad habe ich immer am Start. Dadurch ist es halt auch so eng, weil mein Fahrrad immer im Bus ist. Ich habe immer Sorge um mein Fahrrad, deswegen habe ich mein Fahrrad am liebsten auch mit dem Bus. Da gehe ich auch keinen Kompromiss ein. Wenn ich unterwegs bin, will ich nachts alles in meinen Bus eingeschlossen haben, sodass wir auch relativ unauffällig sind, sodass man von außen auch nicht sieht, dass jemand drin schläft oder halt generell damit halt reist, ne? Ich finde es am angenehmsten, muss ich sagen. So, ansonsten, genau, was noch ganz cool ist, ich habe so eine Solarlampe. Die kann ich einfach hier in die Sonne legen. Und die ist ziemlich hell, die nutze ich halt voll gerne zum Streamen, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin oder so, die schleppe ich dann mit. Sieht man jetzt halt natürlich nicht so krass, wie hell die ist, aber die leuchtet schon ziemlich, ziemlich stark. Viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht an Licht. Jin reist hier vorne mit. Das ist ihre Hundebox. Also sie hat auch eine Box. Crosby schläft und reist in der hinteren Box. Das ist mein Bett. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht, weil ich mache es sowieso nie. Und ich wollte es jetzt auch nicht fürs Video komplett faken.
Ich habe einfach eine ganz normale Decke, die ich auch zu Hause nutze. Okay, und ein Wassernapf. Ich habe halt alles irgendwo stehen. Und mein Kopfkissen. Und die Matratze ist ziemlich dick. Also die ist sehr bequem. Es ist zwar alles ein bisschen eng hier. Man muss schon ein bisschen krabbeln können. Also für unbewegliche Leute ist das nichts, hier reinzukommen. Aber das ist nur dem geschuldet, weil ich eben diesen Boxenausbau haben wollte für die Hunde, die ich transportiert habe. Und ich wollte, dass da große Hunde drin stehen können. Der Crosby kann in diesen Boxen komplett stehen. Der kann sich da komplett ausbreiten, wie er möchte. Und das ist halt einfach nur ein Ding, damit die Hunde Luxus haben. Und ich kraxel mir dann halt einen hier im Bett ab. Gin schläft mit im Bett. Die muss ich auch einen abkraxeln. Aber das geht schon irgendwie klar. Das ist nicht so störend. Würde ich aber tatsächlich beim nächsten Ausbau ändern, weil ich ja auch eben diese ganzen Hunde nicht mehr transportiere. Dann würde ich es niedriger machen. Ja. Ich überlege gerade noch, was ich noch erzählen könnte, was noch relativ interessant ist. Und zwar ist mir jetzt noch eingefallen, dass ich hier zum Beispiel so eine Box drunter habe. Ich kann die Sitzbank nach oben klappen und kann da drunter was reintun. Da kann man ganz gut unauffällig irgendwelche Sachen verstauen. Dann habe ich das hier, was ich abschließen kann, das Fach. Und hier in der Box kann ich auch ganz gut Sachen verstauen und zur Not verstaue ich dann halt solche Wertsachen hinter meinem Hund in der Hundebox, wenn er mit drin liegt oder so, keine Ahnung. Also das ist immer sehr unterschiedlich, aber ich bin da auch nicht so, dass ich da total viel Sorge habe. Ich habe ja so gut wie nichts dabei, was man irgendwie klauen könnte. Und ich lasse auch manchmal die Türen offen. Wenn ich, ach genau, was noch viele wissen wollten, wenn ich nachts schlafe, dann mache ich eigentlich immer die Türen zu, weil mir sonst relativ kalt ist. Aber ich habe auch schon mit offenen Türen geschlafen. Es kommt immer darauf an, wo ich stehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt gerade in Berlin, hier schließe ich immer alles ab. Einfach Großstadt, fühle ich mich nicht safe, so wie irgendwo auf dem Land. Hier zum Beispiel ist ja eingezäuntes Gelände, so hier kann man auch auf jeden Fall mal easy das Auto komplett offen stehen lassen, ne? Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wo man steht.